So Leute, heute wollte ich euch diese Sachen hier zeigen. Und zwar ist es ein gelber Farbschloss oder Farbschloss. So sieht er auf jeden Fall aus. Oder Gold kann man auch sagen. Ja, hier steht dann halt noch die Firma drauf. Also Farbasse Abloy. Ja, ich würde schätzen, der ist von der Länge her 30x35er. Und ja, hier ist halt die Schließzylindernase und hier das Schraubenloch. So sieht es auf jeden Fall aus. Ja, hier ist dann halt noch so eine kleine Anleitung für den Schloss. Also die ist auf einer anderen Sprache, wie man sehen kann. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo Deutsch in der Anleitung, aber ja. Hier ist dann noch das kleine, der kleine Zettel. Hier steht dann halt noch die Größe drauf, 33 mm, also ist es halt 33 mm. Und ja, hier steht halt nochmal die Marke drauf. Hier steht noch irgendwas auf einer anderen Sprache drauf. Hier so eine alte Frau mit Koffer. Und hier oben zwei Sterne. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Vielleicht wegen dem Schloss oder so. Ja, hier halt noch ein kleiner Text. Ich weiß auch nicht ganz, was der bedeutet. Auf jeden Fall, hier ist es auch, so sieht die Rückseite aus. Ja, hier sind halt diese Informationen drauf. So sehen die Schlüssel aus. Also es sind drei Schlüssel auf so einem mittelgroßen Ring drauf. Und ja, das sind halt ganz normale Schlüssel. Hier halt auch noch die Fab, das Fab-Logo. Und hier noch dieser Hund oder was es ist. Ja, also die sind gleich alle. Hier dann noch so eine mittelgroße Kreuzzylinderschraube ohne Spitze. In weiß oder in hellblau. Ja, das war's eigentlich. Bis zum nächsten Video. Ciao. Like das Video, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja.